Ich mache sehr viele komische Geräusche. Ja, komisch. Da kriegst du ein bisschen Schweißausbrüche. Gewollt und nicht gekonnt, ne? Wenn du frech wirst, dann schließe ich den Laden. Wir sind zurück. Yay. Du kannst den Store wieder eröffnen. Yay, sollen wir jetzt auf 3 gehen? Ja, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Genau, dann gehen wir doch erst auf 3. Oh, hier draußen ist ja Ton. Kann ich jetzt irgendwo abhauen? In der Vollversion. Halbverband. Und wir sind wieder arm. Stromkasten. Oh, wir kriegen jetzt ein Obstregal. Und einen Lieferwagen. Wofür ist denn ein Lieferwagen? Können wir Picknick machen? Nee, wir Lieferdienst. Oh Gott, aber wir kriegen sogar 3 neue Biersorten. Ja, das ist wichtig. Wir kriegen sogar Frühstückskekse. Ja, ich will auch Frühstückskekse. Und Puderzucker und Bananen und Kohl. Und ich sehe, wie oben das Geld schrumpft. Ja, ich mach mal auf hier. Was? Willst du dich erst mit mir einräumen? Nein. Die neuen Sachen? Du machst das so gut. Und einer muss kassieren und das Geld wieder reinholen, ja. Ich glaube, wir müssen gleich irgendwann mal... vergrößern. Ich glaube auch. Wolltest du die Kasse ein Stück zur Seite setzen? Mach mal. Wie mache ich das? Weiß ich doch nicht. Achso, halten, pick up. Erinnere mich dran, wir brauchen noch ein... Lagerregal und wir brauchen noch einen Kühlschrank. Ein Lagerregal und ein Kühlschrank? Hier. Das kann ich nicht behalten. Hier ist Kühlschrank. Wo bleibt der LKW? Ich weiß nicht. Fahr schneller! Just these today. Mit Kredit. Ich glaube, der Self-Checkout ist tatsächlich Stufe 5, ne? Kannst du es nicht erkennen? Ne. Ich geh mal gucken. Wo finde ich denn das? Gute Frage. Cardboard-Kompaktor, ist das eine Mülltonne? Ach so, das ist so da. Es ist 5, denke ich. Was steht denn hier? Oh, ich komme, kein Problem. Entschuldigung. 24, 95. Oh Gott, wie ordentlich die Bananen aufgereiht werden. Wohin bei Aldi? Erklärte ein Mitarbeiter dem anderen, woran man erkennt, dass die Paprikas nicht mehr gut sind. Sagte er, wenn die hier so fest sind, dann sind die gut. Und wenn die hier so wabbelig sind, dann nicht mehr. Und dann fiel ihm eine runter auf den Boden. Der andere hob sie auf und sagte... Die ist doch gut, ne? Ich habe nicht geguckt, ob er sie zurückgelegt hat. Ich wollte es einfach nicht wissen. Ich hatte schon meine Packung von einer anderen Abteilung. Ja. Und im Moment, die Pflanzen da, die haben es einfach nicht drauf mit Pflanzen gegessen, ne? Es steht dann vor allem Schmuckkörbchen. Es sieht aber eher aus wie Trauerkörbchen. Es ist einfach alles vertrocknet.
Boah, meine Stimme ist echt geschädigt von 4 Stunden. Ich glaube, über 4 Stunden oder irgendwie sowas. Mit meiner Mutter ihr Handy einrichten. Oh. Wo muss ich jetzt drücken und was jetzt? Und hast du auch Facebook drauf? Das muss alles vorne auf den Bildschirm. Ja. Und dann sagte sie ganz richtig, und das erwartet man, dass ich das selber mache? Nein, das erwartet keiner, das machen wir. Oh, so oft wie ich das am Tag höre, ne? Wie, das muss ich selber einrichten? Ne, gibt ja, kannst ja zu einem Handyshop gehen und das machen lassen. Wobei ich glaube, dass... Hast du Geld, ne? Ja. Wobei, wenn ich da arbeiten würde und da steht die Dritte wie meine Mutter und sagt, nee, jetzt muss ich aber auch noch, bin ich denn bei Facebook angemeldet? Ich habe hier mein Blöckchen mit meinem Passwort. Ach nee, dann probier mal das andere. Dann haben wir Avocados. Probier mal das. Ich glaube, da würde ich nach dem Tag sagen, ey, gönn mich mal. Ich mach das nicht nochmal. Das glaube ich. Was war ich denn da schon wieder? Das ist doch schon wieder alles verkehrt. Ja, alles zurück. Marsch, was ich hier tue. 82. Wo gucke ich denn immer? So, ich sehe erst an der Kasse, was wir hier Feines haben. Nein, nicht $50. 95 Cent. Du hast vorhin übrigens nicht ganz 100 pro meine Frage beantwortet. Ich meine natürlich in der letzten Folge, wir sind ja schon eine Woche weiter. Welche Serie guckst du? Damit war, also ja, okay, auf YouTube gibt es auch Serien, aber jetzt eher so. Ansonsten tatsächlich gerade gar keine. Nee, so beim Essen oder beim Schlafen gehen. Nee. Ich überlege gerade, wie die Serie heißt, die wir gerade gucken. Es ist was Asiatisches. Etwas Koreanisches. Ah, es wurde mir auf dem Tablet als Werbung angezeigt. Ja, ich war ein Werbungsopfer. Zeit des Todes? Nee. Also es geht darum, es ist sehr düster, also richtig düster, dass ein warte, ich muss, wenn ich Wechselgeld hier mit zählen, dann kriege ich das irgendwie nicht auf die Kette zusammen. So, Gartenzahlung, jetzt geht's wieder. Da ist ein Mann, der ist mit einer Frau zusammen und auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, wie war das? Ich weiß nicht, ob der Kerl sich irgendwie vom Bus schmeißen wollte oder so, auf jeden Fall, lag der da und wegen dem ist er zu spät gekommen und war total durcheinander und hat den Job halt nicht gekriegt. Und weil er den Job nicht gekriegt hat, muss er halt Teilzeitjobs annehmen, um seine Studiengebühren zu bezahlen. Und ich denke mal, oder vermute, in Korea ist das alles so ein bisschen anders, weil die kommen wohl nicht sehr gut an, die Teilzeitjobs. 2, 3, 5, 6, 7. Weil er dann irgendwie viele Jahre gebraucht hat, bis er wieder bei dieser einen Firma sich bewerben konnte. Und da haben die dann auch gefragt, so, ja, warum haben sie denn nur Teilzeitjobs? Ah, ich glaube, sie sind nicht geeignet für diesen Job hier, ne? Und dann sieht es erst so aus, als wenn der den doch kriegt, weil sich da einer einsetzt für ihn. Aber auf dem Weg nach Hause irgendwie kriegt er dann eine Nachricht, so, ja, nee, kriegen den Job doch nicht. Und denkt sich, ja, tolle Wurst, scheiße. Dann will er nach Hause laufen. Dann denkt er sich, warum stehen meine ganzen Sachen vor meiner Türe? Das fand ich auch krass. Da bin ich dann sehr froh, in Deutschland zu wohnen. Weil da hängen dann Zettel vom Vermieter, so, ja, ich behalte ihre Kaution wegen den Mietschulden, ne? Und in 2 Tagen kommt der neue Mieter, schaff mal deinen Scheiß hier weg. What the heck? Ja, da ist einfach der Vermieter da rein und hat die Sachen da raus und ja. Und mit seiner Freundin hat er dann auch Schluss gemacht, weil sie ihm dann aus irgendeinem Grunde da Geld gegeben hat.
und sagte dann, funktioniert das so für dich? Und sie stieg auch aus dem Auto von jemand anders aus und dachte, weißt du was, ich lasse dich frei und lassen wir das doch einfach. Ja, und dann ist halt Frau weg, Job weg, Wohnung weg und macht alles für ihn keinen Sinn mehr. Und ich spoiler hier total, falls das jemand gucken möchte. Und steht dann, seine Wohnung ist sehr weit oben, ne? Mhm. Und springt dann halt von seinem Wohnhaus da. Und wacht in einem absoluten Höllenszenario auf. Und steht dann vor einer Koreanerin in schwarz gekleidet, gegelte Haare, so nach hinten und sagt, wo bin ich? Habe ich überlebt? Ist das die Hölle? Und wer bist du? Und sie sagt, nee, das ist noch nicht die Hölle. Wo du dir denkst, wenn das noch nicht die Hölle ist. Ich bin die, was hat sie gesagt? Ich bin die, die niemals sterben kann, weil sie ist dann der Tod. Und sie sagt, du hast mich halt beschissen, ne? Du bist früher gegangen als zu dem Zeitpunkt, wo ich dich holen wollte. Und aus Strafe musst du jetzt 12-mal Tode durchleben. Auf verschiedene Art und Weisen, damit du lernst, was du da gemacht hast. Und ich liebe und hasse asiatische Serien, weil die sind einfach so komplex. Wieso willst du jemanden am allerwertesten kriegen? Ja. Ja, und du hast aber noch eine Chance. Du kannst, wenn du es schaffst, den Tod von dem jeweiligen Leben zu... ich habe einen Fehler gemacht. Der ist nicht in dieser Hölle aufgewacht, der ist in einem Flugzeug aufgewacht. Glaube ich. Weil er war da schon in einem Leben von jemand anderem. Das ist dann halt von Leuten, die eh schon gestorben sind. Quasi, er hat dann auch gefragt, weil ich habe dann Dennis gefragt, so, ich verstehe das irgendwie nicht. Ist das schon passiert oder kommt das noch? Und asiatisch ist es immer verwirrend. Und in dem Moment sagt er, ich verstehe das nicht, kannst du mir das erklären? Ich so, ja, erklär mir das. Und ich sagte, du musst dir vorstellen, das Spiel, also das Leben von der jeweiligen Person ist wie ein Spiel. Sie hat es eigentlich schon durchgespielt und hat Game Over. Und du spielst es zum letzten Speicherpunkt an. Und versuchst es halt anders zu machen. Ja, und sagt dann, du kannst versuchen, wenn du den Tod vom jeweiligen Menschen dann darfst du das Leben von der Person weiterleben. Und er so, ja, was soll das Ganze denn? Ich will ja gar nicht mehr leben. Sie so, ja, das wollen wir ja nochmal sehen, ne? Und jedes dieser Leben, wenn er es halt verkackt, ne, geht drauf und auf übelste Art und Weise, dann startet sie das nächste Leben, indem sie ihn in den Kopf schießt. Das ist schon so, das ist, und du siehst das alles und mittlerweile sind ja die Animationen und die Asiaten sind sowieso im Animieren krass geworden. Und und da gibt es dann halt doch Bezüge von dem einen Tod zum Toten zum nächsten Toten und es ist echt cool. Und ich glaube, ich bin in der letzten Folge wieder eingeschlafen, weil ich weiß den Schluss nicht mehr. Was ist denn das hier für eine Schlange? Ja, ich komme nicht mehr mit hier. Vielleicht bin ich auch ein bisschen langsam gerade, weil ich rede und abkassiere. Willst du mir jetzt hier Vorwürfe machen? Nein, ich bin mit Bestellen beschäftigt. Du kannst ja eine zweite Kasse aufmachen. Um Gottes Willen. Ja, du willst ja nur nicht kassieren. Ich komme nicht mal mit dem Einräumen hinterher. Ja, und ich soll mit dem Kassieren hinterherkommen? Du musst wenigstens nicht hin und her rennen dabei. Ich muss aber ja aufpassen, was ich hier rausgebe. Und wenn ich einen Fehler mache, muss ich alles wieder reinräumen. Ich komme dann nicht mehr dazu, einen Schluck Kaffee hier zu trinken. Ah, das Orangebier ist fast alle... Ja, hab gerade eins gescannt. Ja, auf jeden Fall, diese Serie ist echt gut. Und ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie heißt. Wohl kommt geflogen. Wirfst du schon wieder mit Lebensmitteln? Will ich fast nie tun. Spielt man aber nicht. Hörst du, wie die Lebensmittel fliegen? Oh, fiu, fiu. Wieso habe ich hier dauernd so Ballermann-Hits?
Regenwürmer husten über den Wolken. So, hab meine Schlange abgearbeitet. Haha. Also das mit mal die Hand heben können und mit dem Numpad einzutippen, da freut sich mein Arm drüber. Ist auch wieder fast okay. Dafür tut mir jetzt die Hüfte weh. Weil ich beim Essen machen Yoga-Positionen irgendwie versucht habe. Ich glaube, ich habe mir irgendwas im Hintern gezerrt, so Hintern Richtung Hüfte. Das ist super weh. Wie schafft man sich was im Hintern zu zerren? Ja, nicht im also pass auf. Du stehst auf einem ja. Bein. Ja. Und das andere winkelst du an. Also das okay. du machst ziehst Flamingo. Ja, und du ziehst deinen Fuß so weit hoch, bis du fast deinen Schritt damit berührst. Du bist ein kaputten Flamingo. Okay. Ja. Und wenn du dann das angewinkelte Bein nach außen drehst, dann kriegst du, ich glaube, ich habe Krampf gekriegt. Und das tut jetzt bei manchen Bewegungen echt übelst weh. Aber so bei den meisten merkst du das nicht. Und da machst du eine falsche. Was mache ich denn hier schon wieder? Nee. Ich gebe schon wieder Geld raus. Denkst du ja nicht dran, du machst eine Bewegung und dann. Und zahlen die jetzt auf einmal alle bar hier? Das bringt mich raus. Das ist aber frech von denen. Hast du gesagt, das dürfen die? Ja, anscheinend ist hier nicht wie bei Lidl ausgeschildert. SB-Kasse, nur mit Karte. Ist auch gewagt, ne? Wenn die sind irgendwie gefühlt viel mehr alte Leute im Moment geworden. Und dass die dann da stehen und sagen, aber ich habe keine Karte. Ich habe einen Euro von 1900. Ah nee, das ist ja gar kein Euro gewesen. 1, 2, 3, 4. Ja, dann benutzt bitte auch deine Credit Card. Ja, das ist eine Credit Card. Sehr schön. Sie ist perfekt. Citrus Cake. Mhm. Nice. Weißt du, ich bringe jetzt mittlerweile die leeren Kartons ja schon mit einem Lieferding weg. Ist das der Lieferwagen? Ja. Ist das das Ding, wo ich vorhin gelaufen bin im Lager? Ja. Okay, ich dachte, was stand das hier vorher schon? Was ist da? Damit kannst du schneller Sachen da... Hast du die Preise vom Obst schon angepasst? Nein. Ja, dann dreh die mal alle so einen Ticken Tacken hoch. Kaufen sie zu viel Obst? Ich will die Selbstbedienungskasse haben. Okay, change prices. Just these today. Oh nee, ich wollte doch gerade mal mir die Beine vertreten. Da kriegst du ja Thrombose hier an der Kasse. Was tue ich denn hier schon wieder? Justy, das ganze Band ist voll mit irgendeinem Scheiß. Hauptsache Avocado und Bier. Das ist aber gewollt und nicht gekonnt, ne? Da macht gleich eine nette Schorle draus. Jetzt sind sie gleich bestimmt alle am Meckern, weil alles zu teuer wird. Ich sag Bescheid, wenn ich es höre. Nice. Ich gebe mir 16 Cent eine Banane. Wie viel? 16. Also bei Aldi waren die teurer. Glaube ich. Ja, die sieht auch aus, als würde die nur saufen. So.
16. 60. Das Schöne ist, wir könnten schon auf den nächsten Store-Level gehen, ne? Die Store-Größe, oder? Die Store-Level, aber ach Größe so. Ist ein gutes Stichwort. Ist die Frage. Müssen wir, was ist 1,5 für die nächste Größe. Was brauchen wir denn? Die SB-Kasse. Ja. Kohl, Mehl, Puder, Zucker. Ich weiß, ich bin so lange an der Kasse, so viele Jahre, ich weiß die aktuellen Lebensmittel nicht. Du bist da im Bilde. Ah ja? Ja, mehr als ich hier. Ich sehe auf einmal Avocados hier auf dem Band. Die habe ich vorhin auch gekauft. Avocados? Ja. Ich weiß nie, was ich dazu essen soll, ne? Oh, sind die so komisch im Geschmack? Ja, du musst da ja auch, du musst sie würzen. Ich mache, wenn ich die auf Brot mache, dann mache ich da Chili-Salz drauf. Dann Wurst und Käse und Hollandaise. Oder du machst sie in den Salat. Oder in einen Smoothie, auch wenn ich das nicht darf, weil das ist ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und was kann man ja noch mitmachen? Habe ich schon Salat gesagt? Ja. Okay. Oh, was auch geil ist. Warte, ich muss wieder nicht reden und zählen. War das wieder, du halbierst sie, holst den Kern daraus und dann schabst du noch ein klein bisschen mehr Platz da rein. Und dann packst du ein Ei da rein. In dieses Löchlein. Okay. Und dann, ich weiß nur die Zeit nicht mehr, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dann packst du das Ganze in den Backofen und auch ein ganz klein bisschen Streukäse drüber. Und natürlich salzen und so, weil sonst schmeckt es einfach nur nach Nivea-Creme. Und dann kommt es halt in den Backofen und wenn das rauskommt, dann pellst du das so aus der Schale raus. Oh, voll geil. Jetzt habe ich Hunger. Ich glaube, ich bleibe bei den Knoblauchkartoffeln. Knoblauchkartoffeln? Ja, das hatte Eben gestern gemacht. Er hatte Kartoffeln einfach gewaschen, die Hälfte durchgeschnitten, dann rastermäßig eingeschnitten, ganz tief. Ah, kenne ich ja. Und hat dann Knoblauchbutter darüber gemacht und das im Backofen gebacken. Sind die knusprig geworden? Ja. Okay. Jetzt hätte ich noch einen Tipp gehabt. Erst einmal unter kaltem Wasser abwaschen, gut trocken tupfen und trocknen lassen. Und ich dachte gerade, was backt denn hier durch die Tür? Und dann ein kleines bisschen mit Stärke bemehlen. Ja. Dann werden sie knuspriger. No make today. La, 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 la. Ich habe übrigens noch nicht gehört, mit das mir zu teuer. Thanks for the quick service. Ich bin erstaunt. So, hast du so die Preise angezogen? Ja doch, da war es gerade. A bit too pricey. Oh. Just what I was after. Die sagen ja alle, oh, das war genau das, wonach ich gesucht habe. Da, der Dritte an der Kasse hat das gesagt. Ja, er wollte Kohl, glaube ich. Wir haben Kohl? Ja. Oh, ich du hast dich schon ganz oft drüber gezogen. Das ist doch Salat. Das ist Kohl. Oder Würsing? Ja. Das ist doch kein Kohl. Doch. Ist Würsing Kohl? Ja. Such mal hier mit links einen Schluck Kaffee zu trinken. Kein Puderzucker, kein Mehl. Order goods. Das brauchen wir und das brauchen wir. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das ist doch Würsing. Ich habe jetzt an Weißkohl gedacht.
ich habe auch noch Weißkohl im Kühlschrank. Den gibt es als Kohlsuppe nächste Woche spätestens, weil der ist schon ein bisschen länger da drin. Hallo Schatten. Ja, brr. Rocky geht nächste Woche zum Tierarzt. Schon wieder? Wieso schon wieder? Das war jetzt ein halbes Jahr nicht. Das ist schon ein halbes Jahr her. Stimmt. Also Dennis ist manchmal beim Tierarzt und holt seine Medikamente. War letztens erst. Man hat dann direkt einen Termin gemacht für Blutdruck und Blut abnehmen, bis sein Nierchen geht. Weil er ist ja jetzt offiziell volljährig. Ja. Und jetzt vor ein paar Tagen hat er mir echt kurz Sorgen gemacht, aber ich glaube, es war einfach das Wetter, dass er so ein bisschen die Treppe rauf und runter gewackelt, sodass ich echt gedacht habe, bald müssen wir die Tür zumachen, dass er nicht mehr alleine die Treppe rauf und runter geht. Oh no. Hat irgendwie den ganzen Tag auch gelegen und hat dementsprechend wenig getrunken. Das kann gut sein dann. Ja. Jetzt geht's wieder. Also er läuft wie so ein alter Löwe, muss ich dir vorstellen. So läuft er so ein bisschen wackelnd. No. Ja, aber ist halt alt, ne? Ja. Kostet jede Stufe eigentlich 1000 oder auch mehr? Auch mehr. Was wolltest du sagen? Wo mein Papa so alt war, da ist er aber auch, hat er sich irgendwann angewöhnt, die Treppe seitwärts so halb hoch zu gehen. Ja, er geht jetzt auch mit den beiden Vorderfüßen geht er runter und dann zieht er beide Hinterfüße als nächstes und geht auch ganz am Rand, damit er so ein bisschen sich anlehnen kann. Und ab einem gewissen Punkt kommt ein Kerzenständer auf der Treppe. Da, wo die Stufen wieder ein bisschen breiter werden, dann nach unten hin, da geht dann wieder ein bisschen schneller. Und er macht im Moment immer einen Affenaufstand, wenn er seine Medizin kriegen soll. Was? Also nicht direkt Aufstand, aber er macht einfach den Mund nicht auf. Und dann kommt das Fötchen. Wird er auch eigen, ha? Wird er auch eigen, ha? Ja, ich glaube, er macht das schon sehr lange mit, ne? Aber ich glaube langsam so, ich habe keinen Bock mehr, ich mache einfach den Mund nicht auf, lass mich doch in Ruhe. Und dann kommt das Fötchen noch dazu. Und wenn du dann nicht im richtigen Moment die Spritze abdrückst, dann zieht der Kopf weg und dann kann ich ihn waschen. Ich meine, nee, du kriegst jetzt keine Präckis, nur wer lieb ist, kriegt welche. No. Ist der Laden geschlossen? Ja. Oh, ich denke gerade, ich habe keine Kunden mehr da. Ich dachte, wir erweitern vielleicht mal. Beim Schneiden packe ich ja immer wie werfe ich das weg? Da. Alles markiere ich vorher beim Gucken so, was ich vielleicht so fürs Intro gebrauchen kann. Und dann sage ich zum Schluss, hier alle Ausschnitte bitte einmal zusammenpacken und dann gucke ich mir an, was ich mir da ausgesucht habe. Ich mache sehr viele komische Geräusche. Zum Beispiel mache ich sehr oft. Ich habe nicht aufgepasst. Haben wir erweitert? Ja. Ja, ne? Okay. Merkst du nicht mehr Platz? Ich merke nichts mehr. Ich kriege nichts mehr mit. Könnte auch ein Salatkopf sein. Das sind ja Riesen-Avocados. Die sind ja so groß wie die Banane. Für dir die Bananen klein. Mini-Baby-Bananen.
Avocados sind fast so groß wie der Kohlsalat-Würsing-Kopf. Irgendwie ist hier keine Musik, ne? Nee. So ganz leise, wenn du sie auf volle Pulle stellst. Doch. Jetzt so ein bisschen. Das ist wirklich Supermarktmusik. Ja, sehr schön Symmetrie hier drin. Aber warte mal. So. Du hast dahinter einen Raum geschaffen, wo keine Kamera, wir haben keine Kameras, da hätte jemand klauen können. Kannst du nicht einfach hier so einen toten Winkel, dann schleppt man sich hier hinter und macht hier zack, zapp, zapp. Ach, und das weg ist er. Ja, sollen wir die Regale mal auf? Hast du Hasche bestellt? Nee, also da. Nee, noch nicht. Du wolltest ein Lagerregal kaufen. Hast du das getan? Ja, aber ich glaube, das ist immer noch nicht genug. Das Bier ist aufgefüllt. Habe ich nicht geguckt. Wie das auf einmal so eine ganz strange Musik ist und dann abrupt aufhört im Lager. Ich habe dauernd Sachen in der Hand, die schon überall sind. Wir haben ja nur Bier und Kekse hier. Was ist denn das? Soll ich dir sagen, was wir brauchen? Mehr haben wir nicht an Geld. Ach so. Oh, okay. Nein, es kommt jetzt noch zwei Lieferungen. Ich werfe sie zu, dann kannst du dir das auf den Wagen packen. Okay. Ich dachte, du wirfst es mir zu und ich die Weltgeschichte. I try my best. Schon wieder Bier. Ich kauf die Bier mit dem letzten Geld hier. Ich durfte nicht durch das Gatter. Gerade sagen, tschüss. Aber es kommt jetzt noch ein Wagen. Ich kann die Kartons durch die Türe werfen. Was ist da Zucker? Der Zucker. Die habe ich jetzt nicht durch. Die Kartons auch wieder auf das Regal hinstellen. Achso, so weit habe ich nicht gedacht.
Was machst du da? Das Gemüse schon mal stapeln. Das ist nicht stapeln. Du bist so liebevoll mit unseren Lebensmitteln. Physics, oder? Guck mal, die bleiben im Karton kleben. Ja, sind schon ein bisschen älter. Oh, ups. Ich bin an den Knopf gekommen. Also, geht schon. Hier ist auch noch ein Karton. So. Digga, sieht so leer aus. Ja, komm, dann hauen wir die Kekse hier auch noch rein. Ja. Wir haben keine grüne Milch mehr. Ich glaube, ich bin jetzt kein Milchexperte, aber ich glaube, wenn Milch grün ist, ist das nicht so gut. Hä? Was ist der Karton hin? Draußen. So Bier. Die Frau ist das ganze Lager voller Bier. Prioritäten. So schnell noch mal den Kaffee aus der Kaffeepause trinken. Wir haben $4 zu wenig. Um Gottes Milch. Willen. Verkauf was. Ja, ich kann nicht zaubern. Schneller! Da ist ja schon der erste Kunde. Sag mal, kriegst du bei Instagram auch so komische Anfragen neuerdings? Ja, dann müsste ich mal bei Instagram wieder reinschauen. So wie seit drei Monaten nicht gemacht. Ich krieg da und Anfragen für, wollen Sie genehmigen, dass, irgendeine Dating-Seite, die es nicht gibt, Sie für Branded Content, wollen Sie es genehmigen? Nee. What the heck? Ich habe das nicht ganz gelesen, aber irgendwie, dass die mich dann verlinken oder ich die verlinken kann, auf jeden Fall geht's da irgendwie um Werbung. Berlin Dating. Wir haben deine Meldung erhalten. Wir ziehen unsere Gemeinschaftsrichtlinien zur Überprüfung von Meldungen heran. Wenn wir feststellen, dass jemand die Richtlinie nicht einhält, vielen Dank, dass du mit deiner Meinung dazu beiträgst, dass Instagram eine sichere, hilfsbereite Community bleibt. Ja, das ist jetzt der neueste Spam-Versuch. Vorher haben dich immer halbnackte Frauen und Ärsche versucht hinzuzufügen. Oder die halt gefollowt. Kreativ? Nee. Das waren alles. Mehr Arbeit als das. Ja. This one is on my list. Goodbye. Ja, wir benutzen es. Self-Checkout. Das sagt die nicht an der Kasse steht. Ja, da kannst du helfen beim Einrollen. Seit 12.000 Stunden hier. Ich hab's dir gesagt, wir können noch tauschen. Wann hast du das denn gesagt? Vorhin schon. Soll ich dich ablösen? Keine Reaktion. Hab ich nicht gehört. Achso, 10. Nee, krieg nur 10 Cent. Ich guck schon wieder verkehrt. La 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 la. Guten Tag. Fünf. Guck mal, wir haben 182,96. Oder oh, schade doch nicht. Jetzt nicht mehr. Was sollte mir das sagen?
Ist das arbeite, ein... kassier schneller. Ich dachte, das wäre jetzt irgendeine Zahl, die mir was sagen soll. Nee. Wir haben übrigens unseren Jahrestag verpasst, ne? Was? Ja. Warte, ich gucke, steht hier irgendwo. Gerade bitte kein Kunde, ich muss hier was gucken. 22.05. No. Wo hat er Vieh eingekauft? Das geht dann, oder? Der hat nur Bier gekauft. Goodbye. Ich kann den einen Apfel aus der Ablage rausnehmen. Wie du den Moonwalk machst da dort. Demnächst kommt das Gesundheitsamt hinzu, ne? Wirklich jetzt? Mhm. Was checken die dann? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ob wir Kartons hier irgendwo rumliegen. Nein, niemals. Er wird dann sowas tun. Das würde den Anlageregalen sparen, ne? Ja. Banana. 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 Ich hasse die Minions. Du hast die Minions. Ja. Schämst du dich denn nicht? Nee, die sind mir irgendwie unheimlich oder suspekt. Wer so besessen von Bananen ist, da kann irgendwas nicht mit stimmen. Also ich hörte davon, ich habe mich auch geweigert, irgendeinen Film zu gucken. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie als rassistisch gilt, wenn ich sage, ich komme darauf nicht klar, dass sie da ihre eigene Sprache sprechen. Das ist mir zu albern irgendwie. Die besten sind die alten Disney-Filme. Welche? Wo die Stiefmütter ermordet werden? Die Mütter ermordet werden? Wenn es anfängt, sind die doch schon tot. Oh, außer die Mutter von Bambi. Aber Schneewittchen und der Jäger? Ja. Gut, das ist gleich. Kriegen die ihr Herz etc.? Oder war das nicht mehr Disney? Doch, das ist Schneewittchen. aber guck mal, das passt doch zu meinem jetzigen Vorlieb. Oh Gott, ich wurde von Disney geprägt. Mord und Totschlag. Guck ich mir jetzt auch gerne an. Schlafe ich gut bei ein. Ich finde die ursprünglichen Märchen waren ja viel gruseliger. Die waren ja gar nicht dazu gedacht, schön für Kinder zu sein. Nein, die sollten ja abschrecken. Aschenputtel haben sie ein Stück vom Fuß abgeschnitten. Oder den Zeh. Und die Zeh. Ist der Zeh nicht... Zeh ist auch ein Stück vom Fuß. Niemals, das gilt als Sonder. 15. Ich habe mir ein Mauspad bestellt. Achso, die kriegt schon wieder gar kein Geld. Mit so einem mit so einem Gelkissen fürs Handgelenk. Mhm. Ich habe aber erst später gesehen, dass es aus China kommt und es braucht noch eine Weile, bis es da ist. Oh no. Und bis dahin habe ich jetzt ein paar Socken unter meinem Handgelenk. Funktioniert auch. Peter Pan war auch in der Ursprungsfassung echt nicht für Kinder. Aber es ist fast nicht für Kinder gewesen. Nee, ist alles nicht für Kinder gewesen, aber das ist so eins der übelsten, finde ich. Du weißt, dass er die kleinen Jungen ermordet hat, ne? Yes. Okay. Hast du die Musik mal auf volle Lautstärke gestellt? Die ist, nee. Mach mal, die ist trotzdem leise und ist irgendwie, ich weiß nicht, wie sie heißt, so Synthie-Pop der 80er oder so. Oh, wenn das richtig. Ich hab die Musik, die du mir vorhin geschickt hast, immer noch in Dauerschleife. Das ist echt chillig. Von dem noch nicht veröffentlichten Video? Yes.
Weiß nur nicht, ob das zur Wiedergabezeit zählt. Weil es ist ein Dingenslink. Nicht öffentlich. Nur für dich abrufbar. Ja. Na. Und für Mama, aber sonst keiner. Wir haben noch 15 Minuten. Kriegen wir diese blöde Kasse hin? Let's go! Na, wenn du nicht dauernd auffüllen müsstest, könntest du noch eine zweite Kasse aufstellen. Und mit... Ja, die kaufen hier wie blöde. Wenn ich hier sagen würde, ich würde mich langweilen, weißt du? Ja, schon. Leerer Karton. Leerer Karton. Ich überlege immer noch, wie die Serie heißt. Die läuft auf Amazon Prime Video Dingenskirchen. Auf da. Wieso kostet unser Bier nur 1,70? Weil es eigentlich 1,20 kostet. Oh, da hat sie aber angezogen. Dauernd mit leeren Kartons hierher, ne? Ja, du läufst bestimmt einfach die ganze Zeit mit leeren Kartons vorbei und tust so, als hättest du gerade eingeräumt, damit ich denke, du arbeitest. Lustig ist, seitdem ich die Bananen angezogen habe vom Preis her, ja, seitdem kauft sie keiner mehr. Ja, komisch. Lass du sein. Seitdem die das Pesto teurer gemacht haben, kaufe ich das auch nicht mehr. Sonst gab es Sonntag immer unser Standard-Sonntagsessen. Nudeln mit Pesto. Mit Hackfleisch und Frischkäse in der Soße. Mhm. Aber wenn die haben, glaube ich, 1,99 früher gekostet. Und im Angebot dann 1,29 oder sowas. Und jetzt kosten sie im Angebot 1,99, was nie irgendwie vorkommt. Und so über 3 Euro. Und das sehe ich ja nicht ein. Nee, würde ich auch nicht einsehen. Deswegen waren wir heute bei Lidl. Guck mal, diese Rindlinge bei dir in der Kasse. Ich wollte sagen, oh, was ist hier los? Seid ihr verwandt? Ich habe nur zwei gesehen erstmal. Hätte ich gucken müssen, was sie denn da gekauft haben, ob die auch alle dasselbe kaufen. Bier, Bier, Milch, Milch, Kekse. Hä, wo ist denn die dritte hin? Hat die sich... Hä? Die ist doch jetzt wieder nach hinten gegangen. Jemand, lassen die Leute an der Kasse vor? Hä, die stellt sich immer wieder an. Was ist mit der? Da ist Bier, Bier, Bier. Nee, keine Milch. Ich würde sagen, nicht daran, dass die Milch alle ist, aber ist sie nicht. Nee, die steht hier rum. 26,40. Ich hab die Bananen wieder ein bisschen günstiger gemacht. Tja. Die sind immer noch zu teuer. Sagen die das noch, ja? Gut, machen wir sie nur auf 30 Cent pro Stück. Ich habe zwar heute drei Bananen gekauft, aber ich weiß nicht mehr, wie teuer sie waren. War bestimmt teurer als 16 Cent pro Stück.
das grüne Bier ist bald alle. Das grüne Bier. Das grüne Bier, das gönne ich mir. Das heißt Aufendorf. Ja. Ach so, das Bier ist so. Ich dachte, du wolltest jetzt so eine Grundsatzdiskussion starten, ob man sagt, ich komme vom Dorf, auf ein Dorf, im Dorf, aus dem Dorf. Vom Dorf. Vom Dorf. Im Dorf. Am Dorf, im Dorf. Oder aus dem Dorf. Die Dorf. Oh, der hatte eine andere Kreditkarte, glaube ich, gerade. Ja, ist ja gut, ich habe noch nicht getippt hier. Ich krieg schon wieder das Bier durch die Gegend. Vielleicht war es aber auch nur die Sonne, die hier reinknallt. Meine Kasse ist genau im Sonnenbereich. Ich krieg hier noch einen Sonnenstich. Den hast du schon von Natur aus. Ja, aber dann wird er noch schlimmer. Sind hier in der Wüste. Oh, so näher. Du darfst nach der Arbeit in 5 Jahren ein Eis schlecken, okay? Haben wir Eis? Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch dazukommt. Hast du mir gerade etwas versprochen, was wir gar nicht führen? Dann hast du nur noch nicht lang genug und nicht hart genug gearbeitet. Boah. Wiederhole mich, aber ich sitze hier seit 12.000 Jahren, Stunden, Wochen. Hey, du hattest 3 Mittagspausen, ja, als du die Regale einräumen durftest. Wow. Du bist so gütig. Ich dachte, wir wären ja gleichberechtigte Partner. Ja, herrlich. Du und der Stuhl auf jeden Fall. Ich und der Stuhl? Ihr teilt euch zumindest denselben Platz. Oh. Eine Frechwurst, dann schließe ich den Laden. Kannst du gucken, wie du in die nächste Ebene kommst? Kannst du mal auffüllen und kassieren hier? Siehst du mal, was das für ein Stress ist hier? Und die Kunden, alle unfreundlich. Ich sage immer denselben Scheiß. Ja, nur das bitte, danke, ja. Basmati-Reis, Dosen, Cinnamon. Hab ich alles da. Ich mache sicherheitshalber die Musik doch ein bisschen leiser, falls im Schnitt dann lauter ist als du und ich nur eine Tonspur habe, dann wärst du. Aber ich glaube nicht. Ah, meine Socke rutscht. Nicht die Socke. Doch. Was stand denn jetzt neben den roten Keksen? Ich glaube Reis. Dann wäre es synchron. Symmetrisch, mein Gott. Ich dachte, das hätten wir letztes Mal schon geklärt. Würde mich nicht wundern, wenn ich im Kommentar irgendwo stehen habe. Laut dem Internet ist synchron. Wikipedia-Erklärung folgt.
das und das. Und symmetrisch das. Das wäre sehr rücksichtsvoll für dich. Ja, ich finde das schön, wenn ich mit Sachen erklärt kriege, wo ich zu doof für bin. See you next time. Ich dachte gerade, das wäre. Manche Menschen würden dann nur noch Wikipedia-Artikel gelinkt bekommen, oder? Weiß ja nicht, dass man das versteht. Oh, was war das letztens? Das habe ich, glaube ich, 5-6 Mal gelesen und ich habe es einfach nicht kapiert. Das war zu der Folge The Emulator. Was habe ich da nochmal gefragt? Der Unterschied zwischen einem Emulator und einem Simulator. Und da habe ich eine gegoogelte Erklärung bekommen. Ich habe es 5-mal gelesen. Nach dem 4. Wort sind die Buchstaben gekreist. Ich habe es meinem Mitbewohner vorgelesen. Er hat versucht, dabei ein Handygame zu zocken. Guckt mich irgendwann an und sagt, warte, ich komme nicht klar. Dann war er fertig und habe es ihm vorgelesen. Sagt er, sag nochmal. Egal, lass mich in Ruhe. Es war einfach zu kompliziert. Vielleicht. Ist ein Emulator nicht einfach ein Programm, mit dem du Spiele spielen kannst, die für andere Konsolen sind? Zum Beispiel, warte, wir haben es dann doch so ein bisschen aufgedröselt. Ein Emulator setzt voraus, also ein Emulator emuliert etwas schon Vorhandenes. Ne? Mhm. Also zum Beispiel habe ich dann so gesagt, du hast N64 und hast einen Emulator, der eine N64 emuliert, nicht simuliert. Genau, damit du die Spiele von der N64 im Computer spielen kannst. Und eine Simulation ist etwas, wo es keine reale Welt vorgegeben sein muss. Was hat er dann gemeint? Hm? Er hat dann Eine Simulation ist eine Nachspielung von Gegebenheiten. Ah, ich blick da nicht durch. Huch, jetzt habe ich verschreckt die Kasse. Was wir spielen, ist ja auch eine Simulation. Wir simulieren, dass wir im Supermarkt angestellt werden. Das wäre eine Katastrophe. Ja, aber diesen Supermarkt und so gibt es ja nicht wirklich. Ja, deswegen ist er ja auch nur simuliert, erdacht, an einer wahren Begebenheit angelehnte, erdachte, beispielhafte Ablauf. Passieren und solche weltbewegende Fragen klären, ja. Ja, aber der ist ja nur so getan. Ne? Mhm. Die N64, die gibt es ja. Mhm. Deswegen ist das eine, braucht keine realen Vorgaben. Also keine. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Ja, aber so stand es in der Erklärung. Ich suche die gleich. Ich schließe gleich den Laden, um diese Erklärung vorzulesen. Oh, es wird doch immer wärmer. Wir sind jetzt, haben bei 24 Grad angefangen. Jetzt sind wir bei 26. Da kriege ich so ein bisschen Schweißausbrüche. Ich habe gerade keine Kunden. Ich gucke jetzt den Kommentar. Ah, du Scheißkunde. Ich meine natürlich, danke für Ihren Besuch. 20. Goodbye. Guten Tag. Kreditkarte, gerne. 2970, kein Problem. Jetzt kommt doch nicht so viele. Ich versuche doch gerade was zu finden hier.
Dann war das nicht die Folge. Oh, bin kurz weggenickt. Meine Schicht ist einfach so lang. Ich hatte einen kurzen Schwächeanfall. Wie kannst du nur? Ja, weiß auch nicht. So, also es fing an, dass einer in den Kommentaren schrieb, sind Mythen nicht generell Geschichten, ist das der erste Satz, vielleicht sind sie in einer Emulation real. So. Dann schrieb ich. Das wäre aber eigentlich eine Simulation. Jetzt, warte ab. Moment, ich muss erst, Wechselgeld, das wird ja hier immer schwieriger vom Schwierigkeitsgrad. 2, 3, 4, F. Dann habe ich geschrieben, es besteht doch die Möglichkeit, dass wir in einer Simulation leben. Warte, was ist der Unterschied zwischen Simulation und Emulation? So, warte, kurz 40 Cent. Und dann kam, fragt man Google danach, dann meint er, es würde sich um eine Maschine handeln, denn da steht, während jedoch die Simulation das Grundverhalten und die Basiskonfiguration einer Anlage nachbildet, steht eine Emulation für eine vollständige Imitation der echten Welt nach Duplizierung sämtlicher Hardware- und Softwaremerkmale einer echten Anlage im Virtuellen. Weißt du jetzt, warum ich das 5-mal gelesen habe? Wie ja? Ja, ist doch klar. Ist doch ganz einfach. Ja, aber ich finde, das ist nicht ganz richtig. Ist doch easy peasy hier. Ich meine, ja, es bildet ein echtes Konstrukt nach, was es schon gibt, aber dieses echte Konstrukt bezieht sich ja nur auf eine maschinelle Konsole in dem Sinne, auf der Simulationen gespielt werden. Ich bin schon hab zwischendurch abgeschaltet. Nicht schlimm. Wenn hier nicht so viele Kunden kämen, ich lese mal weiter. Hat geschrieben, alter Falter, 5-mal gelesen, also ist die Menschen, ich und Deutsch, also sind die Menschen keine Emulation, weil dafür müsste es ja noch eine bzw. die originale Welt geben, weil diese nachgestellt wird, wobei, wer weiß, warum, wer weiß, darum ist das Monster zum Beispiel, achso, das war halt in dem Video eine Lampe, weil es die ja schon in echt gibt und er sie nachstellt, deswegen heißt es Emulator. Ich weiß ja nicht, ob du dieses Video geguckt hast. Ich meine, natürlich guckst du ja jedes Video. Immer, natürlich. Nein, er liest tatsächlich leider auch nicht. Scheinbar. Aber nicht eher in meinen Arbeitszeiten. Sobald ich keine Arbeit mehr habe, gar kein Problem. Sobald ich keine Arbeit mehr habe. Sobald ich arbeitslos bin, gucke ich den ganzen Tag Flauschhase. Kein Ding. Hihi. Da hast du irgendwas zu teuer gemacht. Ich habe es genau gehört. Ja, die sind immer noch nicht mit dem Preis der Bananen einverstanden. Dabei habe ich ihn von 16 Cent nur auf 20 angehoben. Das ist schon zu viel. Ich habe eine Katze vor der Tür. So einen Emulator brauchst du, um eine Simulation zu spielen. Zum Beispiel, wenn du es auf einem anderen Fremdgerät, also einem Drittgerät, projiziert haben willst. Weil du die Konsolenart wechseln möchtest. Eine Simulation ist und bleibt immer ein Gedanken einer reellen Gegebenheit, anders nachzuspielen, mit fiktiven Elementen. Ich hätte ja noch eine Antwort stehen. Gerne. Das ist womöglich eine Simulation, die eine Emulation vortäuscht, also doch eine Emulation, ganz schön kompliziert, diese Matrix. Das ist schön, eine Simulation, wo du einen Emulator simulierst. Du siehst, funktioniert aber auch nur, wenn du einen Emulator dafür einmal noch simulierst, die das auf einem Drittgerät dann spielst, dass es für den PC ausgelegt ist und dann über ein... Ja, doch, das wäre interessant. Du siehst meinen Avatar nicht, ne? Könntest du mal den Laden schließen, damit wir diese Emulator-Simulator-Folge beenden können? Ich war gerade so... Sterben, nein. Oh, so schön, gerade drin in dem Gedanken. Es ist
Zeit zum Blumengießen, zum Essen machen. Der Tag ist schon vorbei hier für mich. Das ist mir zu hoch. Ich dachte, wir stufen jetzt gleich hoch auf 3. 4. Ja, können wir ja tun. Ach, wir müssen die. Weißt du was? Ich mache jetzt mal einen Sonderverkauf für Avocados, ja? Ein Abverkauf, weil die schon drüber sind, oder was? Nein, weil ich Platz brauche. Oh Gott. Avocados. Jetzt im Sonderangebot zum Einkaufspreis, ne? Yes, aber eigentlich müsstest du irgendwas schlossen. Irgendwas, was im Einkaufspreis günstig ist, könntest du ja noch ein bisschen günstiger machen, damit die Leute halt mehr kommen. Aber dann machen wir ein Minusgeschäft. Ja, aber nur minimal, weil die kommen ja nicht nur, um eine Avocado zu kaufen, die kaufen ja dann noch andere Sachen. In dieser Simulation schon, denke ich. Ah. Der schlägt mich gleich. Ja. Ah. Hilfe. Ich schick dich in die Wüste. Also vor die Tür? Ja. No. Kannst da hinten in die Stadt gehen. Wohnen wir da? Oder wohnen wir hier? Meinst du, die Stadt, die immer weiter davon schwimmt, wenn wir drauf zugehen? Echt? Das ist wie so eine Fata Morgana, finde ich. Ja, es ändert sich irgendwie nichts an der Weite, ne? Es wird immer weiter weg. Nee. Der Zaun ist pixelig, wenn du nah genug dran stehst. Und die Stadt ist immer noch ein bisschen schärfer. Ja. Und wenn du ganz nah dran stehst, hast du den Kopf durch den Zaun gesteckt. Ja? Ich nicht. Echt? Stimmt, hier nicht. Aber hier. Oh. Ich habe wieder mal den einzigen Bug von dem Zaun. Oh, kannst du den Kopf durch den Zaun stecken? Ja. Oh. Kann man da irgendwo durchbacken? Das ist auch wirklich das einzige Stück Zaun, wo du das machen kannst. Ja, das habe ich auf Anhieb getroffen. Super. Wenn du springen könntest, wärst du da schon längst durch. So, ja. Wir sagen jetzt Tschüss, YouTube. Und tschüss, YouTube. Und so Zäune an. Tschüss, YouTube.